Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge der FC Bayern München Karriere und heute endlich mal wieder zu einer Folge während der Transferphase, denn unsere Spiele in der Hinrunde sind vorbei, das bedeutet, wir schauen uns jetzt erstmal auf dem Transfermarkt um. Vielleicht können wir da den einen oder anderen Spieler verpflichten. Wir haben ja auf einer bestimmten Position ein wenig Verbesserungspotenzial oder Bedarf, sage ich mal. Weil, ihr lest es hier recht schon, kein Ende in Sicht bei Wechseldrama um Antoine Griezmann. Das ist natürlich ärgerlich. Der möchte uns verlassen, war wichtiger Spieler in unserem A-Kader. Hier haben wir unseren B-Kader, hier ist unser A-Kader. Und das bedeutet natürlich, wir brauchen da irgendwie Verstärkung. Ich habe eine Umfrage vor 3-4 Folgen oder so bei euch oben rechts auf das I reingelegt. Und da habt ihr euch deutlich dafür entschieden, dass wir es zuallererst bei Neymar versuchen sollen. Wir sollen uns versuchen, irgendwie an Neymar ranzutasten, müssen aber mal schauen, ob das irgendwie möglich sein wird. Ich habe mir das Ganze natürlich schon angeschaut und habe gesehen, ja, Neymar hat einen Marktwert von 95 Millionen Euro. Das können wir erstmal nicht so aufwenden, aber wenn man dann einen Klick weitermacht, dann sieht man, der Vertrag von Neymar läuft aus. Wir könnten ihn natürlich ablösefrei zum nächsten Jahr holen, das ist mir klar. Aber das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir nur noch ein halbes Jahr spielen und danach die Karriere vorbei ist. Deswegen müssen wir da Geld ausgeben und ich hoffe einfach mal, dass Barcelona da den vielleicht für ein bisschen weniger gehen lässt. Wir werden einfach ihn erstmal auf die Wunschliste raufpacken, mal sehen, ob das Ganze dann klappen wird. Und dann, falls das Ganze wirklich scheitern sollte, dann kommt natürlich eure Zweitwahl ins Spiel. Und das war der Dortmunder Marco Reus und den werden wir dann wählen, beziehungsweise den werden wir dann kaufen, falls das Ganze mit Neymar nicht klappen sollte. Deswegen packe ich ihn direkt auch mal auf die Wunschliste und dann werde ich einfach mal nochmal ganz dreist machen, ein bisschen Geld fragen, mal sehen. Ich weiß nicht, ob wir mehr brauchen oder nicht, aber wir fragen einfach mal an. Ich weiß auch nicht, wann wir das letzte Mal angefragt haben. Das Problem ist, dass die letzte Aufnahme wieder so ewig lange her ist und deswegen habe ich überhaupt keinen Plan, ob wir jetzt schon einmal angefragt haben oder nicht. Deswegen muss ich einfach mal testen und schauen einfach mal, was der Vorstand dazu sagen wird. So, wir werden jetzt erstmal ein wenig vorsimulieren. Drei Spieler könnten wir verlieren. Da schauen wir mal, welche Spieler es so sein können. Philipp Lahm, Franck Ribéry und Zlatan Ibrahimovic. Und wie gesagt, wir hören die Karriere auf. Erstens und zweitens sind die alle drei schon ein wenig über ihrem Zenit drüber. Deswegen können wir alle drei meinetwegen gehen lassen. Wir schauen uns das mal an. Hier haben wir einmal Lahm, der ist jetzt schon 34 Jahre alt. Ribéry ist schon 34 Jahre alt und Ibrahimovic ist sogar schon 36 Jahre alt. Also die sind auf jeden Fall nicht mehr die Jüngsten. Deswegen werden wir die auf jeden Fall los, beziehungsweise werden wir die los. Hört sich so fies an, als wenn sie keine Leistung gebracht haben. Deswegen müssen wir sie loswerden, beziehungsweise müssen wir sie irgendwie abgeben. Wir spielen die Karriere ja sowieso nicht mehr weiter, deswegen geht das, glaube ich, in Ordnung. Dann haben wir hier noch einen Jugendspieler, der gerne weg möchte, Sergio Vega. Müssen wir uns auch direkt mal anschauen. Ich hoffe mal, dass das nicht einer der Besten ist, weil ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch hochziehen wollen oder ob wir die Spieler jetzt einfach in der Jugendschule lassen, weil die werden nicht mehr zu uns in den richtigen Kader reinkommen. Dafür sind sie mittlerweile dann doch ein bisschen zu jung. Vielleicht eine Henne Böhle wird noch ein paar Spiele machen. Und Schauner, die sind jetzt nicht ganz so jung wie die anderen. Die haben, kommen auch aus der Jugendschule. Schauner kommt aus einer anderen Jugendschule. Aber Henne Böhle zum Beispiel, der hat sich jetzt schon ein bisschen entwickelt. Aber die anderen, ich denke mal nicht, dass die noch irgendeine Chance haben, da in unsere erste Mannschaft oder zweite Mannschaft ranzukommen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Und zwar haben wir hier Barros, der auf jeden Fall ein super Talent wäre, den man auf jeden Fall super trainieren könnte, aber der jetzt ebenfalls nicht hochkommt. Und dann haben wir hier Sergio Vega, ist ein Keeper, der 17 Jahre alt ist, aber ich denke mal, den brauchen wir auch nicht hochziehen. Wir haben jetzt drei Keeper, deswegen lasse ich das einfach erstmal so. Entweder wird er uns dann verlassen oder wir werden ihn einfach in der Jugendschule behalten. Müssen wir aber mal schauen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall Richtung Transferphase. Sie sollte jetzt gleich vor der Tür stehen und ich hoffe mal, dass da wirklich so einiges passiert. Aktuelle Infos aus sonst welchen Ländern brauchen wir alles nicht. Jerome Boateng ist wieder fit. Das bedeutet, da hat sich schon mal etwas in unserer A-Mannschaft getan. Endlich haben wir Boateng wieder fit. Den werden wir auch direkt reinpacken. Das Spiel dauert noch ein bisschen, bis das nächste Spiel kommt. Deswegen kann er direkt wieder rein. Und bis zum nächsten Spiel sollte er dann fit sein. Das ist schon mal exzellent, weil wir jetzt wenigstens schon mal da anständig aufgestellt sind. Mustafi hat seinen Job super gemacht während der Zeit. Aber ich spiele dann doch noch ein bisschen lieber mit Boateng. Der gefällt mir da noch ein bisschen besser. So, Monatsbericht Jugendmannschaft. Barros mittlerweile auf die 61 hoch. Oh mein Gott, wir haben eigentlich geile Talente. Ihn hier können wir eigentlich rausschmeißen. Er interessiert niemanden mehr. Er hat halt schon 82 Antritt, was echt auch nicht schlecht ist, sage ich mal. Caldera wäre ein super Verteidiger, ein super Rechtsverteidiger, der enormes Potenzial hat. Dann haben wir Vega auf der Torwartposition.
Ja, wir haben schon eigentlich ganz geile Talente. Vor allem hier Fabio Barros finde ich richtig, richtig interessant. Aber wie gesagt, die ziehen wir erstmal nicht hoch. Vielleicht kommen die noch nach der Transferphase hoch. Müssen wir aber mal schauen, ob wir da den einen oder anderen noch hochziehen können oder ob wir das Ganze lassen. So, wir haben jetzt ein Transferangebot für Antoine Griezmann. Wie gesagt, wir versuchen da so viel wie möglich rauszuholen. Ich gehe jetzt einfach mal hoch auf 70 Millionen, weil ich habe echt ein wenig Angst, dass unser Vorstand uns wirklich wieder ins Wort fällt. Das hat jetzt, ich weiß nicht, ist das Ganze einmal passiert oder zweimal? Auf jeden Fall, das hat jetzt ein oder zweimal nicht geklappt, deswegen... Was? Ich habe mich entschieden, dass ich bleiben will, Trainer. Ich bin Ihnen dankbar. Oh mein Gott, und jetzt habe ich gerade ein Gegenangebot rausgehauen. Griezmann, ging das nicht 2 Tage früher? Das kann doch nicht wahr sein. Sagt er mir jetzt, ja, ich kann doch bleiben. Es ist alles chillig, ich bleibe jetzt einfach mal in München. Nein, erst wenn wir das Angebot abgegeben haben, dann fällt mir das auf. Wäre das eine Woche früher passiert, 3 Tage früher, hätten wir das alles früher gesehen. Dann hätten wir dieses Gegenangebot nicht abgegeben. Aber jetzt ist das Ganze leider zu spät. Jetzt ist es richtig ärgerlich, deswegen müssen wir jetzt hoffen... Obwohl, wir könnten Antoine Griezmann trotzdem für viel Geld vielleicht loswerden und dann umschwenken. Das können wir natürlich versuchen. Wir gehen einfach mal bei Schalke auf die 75 Millionen. Mal sehen, ob das Ganze klappen wird. Ich hoffe einfach mal schon. Und dann werden wir uns jetzt auch an Neymar gleich mal ranwagen. Sobald wir von einem entweder das Geld bekommen haben, müssen wir einfach mal schauen. Ende des Wechseltheaters steht da jetzt. Aber Barcelona hat das Ganze vielleicht angenommen. Ja, sehen wir schon. Barcelona hat das Ganze angenommen. Transferangebot für Toni Kroos. Das Ganze werden wir ablehnen. Ist, wie gesagt, unser Stammspieler auf der Position. Und ich denke auch nicht, dass wir uns da in dieser kurzen Zeit verbessern können. Manchester möchte noch Müller haben, sehe ich da. Klostermann ist zurück. Rachica, Rachica, da sagen alle was anderes, ist auch zurück und das Ganze für Thomas Müller. Kommt erstmal sogar noch Inter Mailand rein, aber Man U möchte ihn wie gesagt auch haben, Manchester United natürlich. Und ja, wir schauen jetzt erstmal Müller, das Ganze werden wir auch ablehnen, weil er wie gesagt auch einer unserer wichtigsten Spieler ist. Deswegen kommt das Ganze nicht in die Tüte, das Ganze werden wir direkt ablehnen. Ich hoffe jetzt mal, dass wir Geld überwiesen bekommen, sodass wir uns um einen neuen Spieler kümmern können. So, Spieler ist verkauft, Antoine Griezmann hat anscheinend bei Barcelona unterschrieben und ja, Schalke hätte uns nicht mehr gegeben. Wir kriegen 59 Millionen oben drauf und dann haben wir hier mega viele Transferangebote. Oh mein Gott, das müssen wir uns gleich nochmal anschauen. Erstmal werden wir jetzt erstmal Richtung Neymar gehen. So, wir schauen einfach mal, was sie dort so haben möchten. Wunschliste und dann Neymar sollte hier direkt unten sein. Ich habe gerade eben schon gesehen, wir haben noch ein Transferangebot für Juan Bernat bekommen. Das Ganze könnten wir auch annehmen, je nachdem, wie viel sie uns bieten, weil wir haben einmal Klostermann und wir haben De Chirio. De Chirio ist, sage ich mal, Linksverteidiger, er kann beide Positionen spielen, aber seine Hauptposition ist Linksverteidiger, deswegen haben wir ihn da als Backup und auf der Rechtsverteidigerposition den Klostermann. Ich denke mal, das geht so in Ordnung, obwohl wir haben jetzt auch noch Danilo, also wir könnten auf jeden Fall Bernat abgeben, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt werden wir erstmal uns um Neymar kümmern, sein Vertrag läuft aus, vielleicht könnten wir da ein Schnäppchen machen. Ich versuche jetzt einfach mal 40 Millionen für Neymar, ich traue mich jetzt einfach mal so ran, wie das da oben steht. Allerdings klappt das meistens nicht bei mir. Ich weiß jetzt nicht, warum das da so niedrig überhaupt dann steht, wenn es nicht klappt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, klappt sowas bei euch häufig? Bei mir hat das bis jetzt recht selten geklappt. Natürlich hat das ein oder andere Mal geklappt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich hätte ich erwartet, dass das ein wenig öfter klappt. Das klappt eigentlich, ich sag mal, zu 10%, 10-15%, aber nicht häufiger. Bei mir zumindest, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch häufiger klappt. So, Henne Böhle geht um einen nach oben. Das geht schon mal richtig, richtig fit. Und dann schauen wir uns nochmal kurz unsere Nachrichten an. Und zwar hatten wir da, wie gesagt, ein paar Transferangebote. Einmal Müller, das Ganze nehmen wir ab. Wie gesagt, essentieller Stammspieler, die geben wir dann auch nicht ab. Dann haben wir Pogba für 93 Millionen, geben wir ebenso nicht ab. Und dann schauen wir jetzt nochmal das einzige Transferangebot an, was uns da wirklich interessiert. Und zwar 18 Millionen für Juan Bernat. Das Ganze schrauben wir nochmal hoch auf die 27,5 Millionen. Und dann können wir da mit Saint-Étienne reden. Mal sehen, was sie dazu sagen werden oder ob sie das dann direkt ablehnen werden. Das könnte auf jeden Fall auch sein. Das wäre dann natürlich ein wenig zu hoch gepokert. So, wir haben jetzt nochmal ein Transferangebot für Kovalenko. Da hatte ich auch letztens gesagt, da sind wir ein bisschen breiter aufgestellt auf der Position. Kovalenko kam da eigentlich kaum zum Einsatz, weil wir einmal in der A-Mannschaft hatten wir, wen hatten wir denn in der B-Mannschaft? Wir hatten in der A-Mannschaft hatten wir Rodriguez natürlich und in der B-Mannschaft weiß ich jetzt auch wieder, wen wir hatten. Und zwar hatten wir, wo haben wir ihn denn? Dembélé, und der ist auch auf jeden Fall dort besser aufgehoben, denke ich mal. Deswegen könnten wir Kovalenko auf jeden Fall auch loswerden. Müssen wir einfach mal schauen, ob wir das Ganze machen. Ich weiß nicht, wie das Ganze mit Griezmann aussieht, beziehungsweise mit Neymar natürlich. Das möchte ich mir dann erstmal anschauen. Vielleicht könnte
könnte Barcelona wirklich zusagen, da sie jetzt einen neuen rechten Flügel vielleicht mit Griezmann haben. Vielleicht planen sie den als rechten Flügel. So, das Ganze für James Rodriguez werden wir direkt ablehnen. Das ist ein Spieler, der mich sowas von überzeugt hat, der einer der besten Spieler war, mit denen ich je gespielt habe. Deswegen werden wir das Ganze nicht annehmen. Hier werden wir nochmal hochgehen auf die 25 Millionen. Vielleicht sagt das denn Saint-Étienne zu. Müssen wir einfach mal schauen. Und Kovalenko, da werden wir auch mal hochgehen. Wir gehen erstmal hoch auf die 30 Millionen. Wie gesagt, dann lieber eine Absage von Manchester City, als dass wir ihn nachher unter Marktwert verkaufen. Da habe ich ein bisschen mehr Angst vor. So, das ist dann alles durch. Und dann schauen wir, ich möchte jetzt langsam so ein wenig auf die Antwort von Neymar hinfiebern. Wenn der kommen wird, das wäre auf jeden Fall ein Traum. Aber das klappt schon mal nicht. So, wollen wir Neymar, dann werden wir das Ganze mal direkt ein wenig hochstellen auf die 70 Millionen. Bevor danach hier irgendwas überhaupt nicht klappt. Was stand da gerade eben? Neymar hat einen oder Neymar hat keinen langfristigen Vertrag unterschrieben. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich habe da nur kurz irgendwas mit Vertrag oder langfristig oder kurzfristig. Irgendwas habe ich da oben gelesen. Ich konnte es aber nur im Augenwinkel schlicht erkennen. Deswegen habe ich gar keine Ahnung, was da jetzt gerade stand. Ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile schon verlängert hat oder nicht. Danilo ist gerade erst zu uns gewechselt. Der ganze... Der wird auf jeden Fall nicht wechseln. Nochmal Danilo von Atletico Madrid. Die werden ihn allerdings auch nicht bekommen. Mit Danilo ist auf jeden Fall bei uns zu rechnen. Der wird weiterhin dort spielen. Kovalenko, das Ganze würde ich jetzt schon eigentlich annehmen. Ich würde da jetzt noch auf 28 hochgehen und dann denke ich, werden sie das Ganze annehmen. Aber ich möchte erstmal natürlich wissen, was da mit Barcelona geht. Nochmal Toni Kroos. Das interessiert uns auch noch nicht. Toni Kroos werden wir, wie gesagt, sowieso ablehnen, aber uns interessiert jetzt erstmal das Ganze um Neymar und die brauchen da einfach Ewigkeiten. Wie lange braucht Barcelona, um so eine Anfrage zu beantworten? Das ist ja frech, immer noch keine Antwort. Das ist so nervig. Mein Gott, ich würde so lange nichts beantworten. So, Preisvorstellung in Höhe von 136 Millionen. Okay, das geht in Ordnung. Dann werden wir hier bei Bernat nochmal auf die 23 hochgehen und dann werden wir nochmal bei... Kroos auf jeden Fall ablehnen, der wird auf jeden Fall bei uns bleiben. Wie gesagt, das ist ein Stammspieler. Und dann werden wir bei Dembélé auch nichts annehmen. Der ist auch ein Stammspieler in der B-Mannschaft. Und dann bei Kovalenko, der ist ein Jahr älter. Dafür den kriegen wir sogar mehr Geld. Deswegen gehen wir jetzt auf die 28 Millionen hoch und dann sollte das Ganze klappen. Und jetzt bin ich auch recht zuversichtlich, dass wir das Ganze mit Neymar hinbekommen sollten. Falls ihr vielleicht merken solltet, dass ich ein bisschen erschöpft klinge oder sonst was, das liegt einfach daran, dass es jetzt 19 Uhr ist, dass ich von heute Morgen bis jetzt ungefähr gearbeitet habe. Man hört es vielleicht auch in meiner Stimme ein bisschen. Und das ist einfach irre heiß. Es ist sowas von unglaublich heiß. Deswegen könnte das sein, dass ich ein bisschen angeschlagen wirke oder dass man meine Stimme vielleicht ein bisschen angeschlagen wirkt oder sonst was, je nachdem, was ihr da so raushören könnt. So, wir möchten eigentlich Neymar vor dem Schalke-Spiel haben, sonst werden wir Schalke nochmal simulieren, weil ich ganz gerne in dieser Episode doch einen Transfer fix haben würde, als dass wir da erstmal 100 Spiele machen und dann irgendeinen Transfer fix machen. Deswegen möchte ich ganz gerne, dass wir jetzt irgendwie ganz schnell an Neymar rankommen. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch. So, Schalke war da gerade eben schon sehr nah vor der Tür. Dann haben wir hier Saint-Étienne, die nehmen das Ganze an. Und dann haben wir hier nochmal Kovalenko. Und entweder gebietet mir jetzt die 27 Millionen oder ihr könnt euch jemand anderen suchen, obwohl wir eigentlich das Geld ganz dringend für Neymar brauchen. Aber wir müssen das ja natürlich gegenüber von Manchester City nicht preisgeben, sondern wir können da nochmal ein wenig hochpokern. So, dann haben wir hier ein eigenes Talent, der wird bei uns überhaupt nichts mehr, der ist einer der schlechtesten und ist schon ein Jahr älter oder zwei Jahre älter sogar als mancher. Deswegen wird er bei uns nichts, das können wir direkt annehmen. Jetzt steht Schalke vor der Tür. Wie gesagt, das Ganze werden wir simulieren, weil das Ganze ja anscheinend nicht ganz so gut klappt. James Rodriguez auf der Bank. Das geht, denke ich mal, sogar in Ordnung. Aber ich glaube, danach haben wir englische Woche oder sowas, habe ich gesehen. Nee, haben wir nicht. Das bedeutet, dann spielen wir auf jeden Fall mit unserer A-Mannschaft. Dann habe ich da ein bisschen besseres Gewissen, dass wir das Ganze gewinnen sollten. Dortmund ist auch nicht so weit von uns weg. Wie gesagt, wir haben ein Spiel weniger. Deswegen könnten wir da auf jeden Fall jetzt nochmal nach oben gehen. Wir werden das ganze Spiel jetzt auf jeden Fall simulieren. Und dann hoffe ich, dass die Simulation uns ja einen Sieg zuspricht. So, Ribéry kommt erstmal rein dafür, dass Griezmann weg ist. Der kriegt jetzt auch nochmal seine paar Spiele in der A-Mannschaft. Das freut mich vielleicht auch nochmal in seiner letzten Saison. Danach möchte er wahrscheinlich seine Karriere beenden. Wir führen mit 1-0 durch James Rodriguez, der wirklich unser Team bisher ausmacht in dieser Saison. Richtig, richtig starker Spieler. Dann haben wir noch Didavi, der zu Schalke gewechselt ist. Die Santo macht kurzzeitig den 1-1 Treffer. Und letztendlich gewinnen wir scheinbar, ja, wir gewinnen mit 2-1. Keiner von uns ist vom Platz geflogen, aber Hummels hat sich verletzt. Und ich hoffe mal nicht, nachdem Boateng jetzt gerade wieder fit ist,
dass der Nächste da verletzt ist. Und wir kriegen das angenommene Angebot von Neymar, beziehungsweise von Barcelona für Neymar. Und zwar ist die Summe, um die es geht, 100 Millionen Euro. So, wir werden das Ganze auf 4 Jahre hochstellen, auch wenn 3 Jahre okay ist. Das Ganze können wir auch machen. Essentieller Stammspieler und unser Budget reicht nicht aus. Das bedeutet, erstmal muss da irgendwie ein Spieler gehen. Hier Manchester City hat das Ganze angenommen, deswegen dürfte das Ganze nicht mehr ganz so lange dauern. Dann haben wir hier in dem Fall einen Handlungsabbruch und dann dürfte es jetzt gleich soweit sein, dass wir Neymar für unseren Verein verpflichten können. So, Training wird nochmal durchgeführt, dann sieht es da auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Schauner einfach, der hat eine 97er Ballkontrolle, eine 97er Dribbling, das ist sowas von stark für einen gerade mal 17-Jährigen, ist das wirklich richtig, richtig heftig. So, James Rodriguez ist froh, dass er die letzte Partie spielen durfte und dann hoffe ich, dass wir jetzt endgültig Neymar können wir immer noch nicht, wow, wir können immer noch nicht Neymar verpflichten. Hier haben wir nochmal ein Transferangebot für Zlatan Ibrahimovic. Ich weiß nicht, ob wir das annehmen werden. Arsenal, 6 Millionen. Ibrahimovic ist, wie gesagt, zum Sommer. Sie könnten ihn jetzt mit Vorvertrag verpflichten. Zum Sommer ist sein Vertrag sowieso abgelaufen. Deswegen werde ich das Ganze erstmal hier kurz drin lassen. Je nachdem, ob wir jetzt gleich mal das kriegen. Spielerverkauf, das ist gut. Die Nachricht wollte ich bekommen. Kriegen wir dann nochmal 23 Millionen drauf. Und jetzt sollte das Ganze mit Neymar auf jeden Fall klappen. Ich denke, wir sollten jetzt grünes Licht kriegen. So, 3 Jahre kriegt der essentieller Stammspieler und dann hoffe ich jetzt auch, dass er das Ganze direkt annehmen wird. Und dann haben wir unseren Kader einfach nochmal verstärkt. Wir haben einen Spieler verkauft, einen neuen Spieler verpflichtet und unser Kader hat sich sowas von verstärkt. Ich bin super zufrieden. Wir haben nicht nur einen Spieler verkauft, fällt mir gerade ein. Aber guckt euch jetzt mal unseren Kader an. Das ist wirklich ein traumhafter Kader. Neymar ist jetzt mit drin. So, dann können wir das Transferangebot für Ibrahimovic auch erstmal links liegen lassen. Und dann werden wir ihn jetzt erstmal in unsere A-Mannschaft reinpacken. Und ich finde, ich sag mal ganz ehrlich, ich finde die Ablöse ist überhaupt nicht fragwürdig. Ich finde, Neymar ist auf jeden Fall die 100 Millionen wert. So, dann haben wir ihn schon mal. Und guckt euch einfach mal jetzt unseren Kader an. Jetzt bin ich auf jeden Fall nochmal gespannt, wie lange Mats Hummels ausfällt. Das interessiert mich nochmal. Wie gesagt, wir hätten hier sogar noch einen besseren Spieler. Aber wie gesagt, Lahm ist mittlerweile 34. Dann lasse ich da lieber Danilo spielen. Vor allem hat er mich auch direkt in seinen ersten Spielen überzeugt, dass er da die richtige Wahl war. Und ja, das soll es dann, glaube ich, auch von dieser Folge gewesen sein. Wie gesagt, das war ein bisschen chaotisch, denke ich mal. Was ich auch selber merke, da ich echt ziemlich K.O. bin. Man merkt das wahrscheinlich auch. Und dann schauen wir uns jetzt irgendwas bald nochmal kurz anschauen. Ich weiß jetzt nicht mal, was das direkt war. Wir werden einfach nochmal simulieren bis zum Spiel gegen Mainz. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben freuen. Mustafi, das Ganze werden wir ablehnen. Ich glaube sogar, das sind 2 Transferangebote für Mustafi. Aber beide werden wir dann ablehnen. Nee, das ist einmal noch das alte für Zlatan Ibrahimovic. Ich weiß jetzt auch noch, was wir noch mal schauen wollten. Und zwar war das der verletzte Spieler, Mats Hummels, fällt gar nicht aus, ist wieder fit, das ist natürlich traumhaft und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch diese Folge hier gefallen hat, wir haben auf jeden Fall einen super neuen Spieler verpflichtet, mich freut das riesig, dass wir jetzt auch noch Neymar in unserem Kader haben, also wenn man sich unseren Kader mal anguckt, dann ist das wirklich ein Kader der Extraklasse. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge gefallen, wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.